Alter, heftig. Liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal beim German Treasure Hunter und ja, wir ziehen wieder los zusammen in mein Schatzsucherwochenende. Ich hoffe, es gibt wieder ein schönes Abenteuer zu erleben oder direkt mehrere, das wäre natürlich am besten, mit tollen Funden. Ihr seid wieder mit dabei. Der Plan ist diesmal, es geht am Samstag, also heute, nochmal hier auf die Wiesen rund um den alten Gutshof. Das Video dazu empfehle ich euch auch hier nochmal. Und am zweiten Tag soll es gehen in den Wald. Da muss ich wieder ein bisschen fahren, damit ich das auch legal machen kann. Aber den Weg scheue ich natürlich nicht. Mal gucken, was kommt. Ich bin da sehr gespannt. Ich muss aber auch das Wetter so ein bisschen im Auge behalten, denn für morgen ist Orkan angesagt. Das heißt, im Wald bei Orkan, da können natürlich auch so ein paar Äste mal runterkommen. Das ist nicht ganz ungefährlich. Ich werde auf jeden Fall fahren und ihr seid mit dabei. Ob ich das zu Ende bringe, das sehen wir dann. Trotzdem würde ich sagen, legen wir jetzt los und erleben hoffentlich viele tolle Funde. Ein Dank geht wie immer an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de, liebe Freunde. Lasst schon mal ein Like da unter dem Video und jetzt geht's los. 91 oberflächlich. Das wird auch ein Müll sein. Oder vielleicht ein 2-Euro-Stück. Was ja ähnlich ist. Ach Gott. Da, an der Seite. Na komm schon. Und? Es ist tatsächlich eine Münze. Das sieht auch noch schön aus. Boah, ich werde hier weggeblasen von dem Wind. Ja, liebe Freunde, da haben wir unseren ersten Fund auf dem Tisch liegen und ich dachte zuerst, es ist eine Münze, ist es aber nicht. Was genau es ist, erkläre ich euch jetzt. Ihr seht hier schon, in der Mitte ist so ein Herz, ein Anker und ein Kreuz und drumherum steht Glaube, Liebe und Hoffnung. Kann man jetzt vielleicht in der Kameraperspektive nicht so erkennen, unter dem Mikroskop allerdings schon. Und das Ganze geht zurück auf ein österreichisches Drama aus dem Jahre 1932, aber damit will ich euch nicht langweilen. Was ist denn das jetzt? Ich habe mal geschaut im Internet und das eingegeben und es gibt zum Beispiel von Thomas Sabo einen Anhänger, der dem hier extrem ähnlich sieht und ich vermute mal, wir schauen uns mal die Rückseite an, da sieht man nämlich, ist schon etwas moderner hier durchblitzen, dass es sich einfach um einen Anhänger handelt, der wahrscheinlich einer Reiterin da beim Reiten einfach irgendwie runtergefallen ist, abgerissen ist, vom Pferd gefallen ist, hoffentlich nicht die Frau. Und das wird es auf jeden Fall sein. Wir machen weiter mit dem nächsten Fund. Ja, das Signal geht ganz leicht weg. Das gibt es doch nicht. Was ist das denn hier? Ach, eine Patrone. Ach, herrje. Schön tief auch. Wir gucken mal auf den Bodenstempel. Das wird Zweiter Weltkrieg sein. Ich mach's immer sauber. So, die Patrone jetzt hier ist aus dem Zweiten Weltkrieg und der Bodenstempel gibt uns natürlich wieder Aufschluss, wo die Patrone denn herkommt, wer sie abgeschossen hat. Und sie ist abgeschossen worden von einem englischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Hier sehen wir mal den Code, der hier im Bodenstempel eingelassen ist. Wir sehen auch hier in der Mitte, dass die Patrone abgefeuert worden ist. Das geht also keine Gefahr mehr von aus. Und hier oben sehen wir J117 und das J steht für Birmingham Metals and Munitions CO aus Birmingham, UK. Das ist also der Bodenstempel, der uns Aufschluss gibt über den Hersteller, über den Herstellungsort und ja, eine englische Patrone, Zweiter Weltkrieg. Und wir werden noch mehr aus dem Zweiten Weltkrieg heute finden und werden auch noch eine verrückte Begegnung heute haben, die gleich kommt. Seid gespannt und jetzt geht's weiter. Ganz schwach das Signal, 69. Tja, das wird Müll sein. Nur das ist ganz tief.
operativ und es ist eine Münze, wie es aussieht. Ja, sehr schön. Die ist auch noch gut erhalten. Ich schreibe da jetzt nicht weiter drüber. Die packe ich so ins Coinpad ein. Operativ. Und hier sieht man noch den Gegenabdruck. Oder ist das noch eine Münze? Nee. Okay. Die nächste Münze liegt auf dem Tisch und sie hat ein Loch in der Mitte. Und das kommt nicht von ungefähr, denn derjenige, der das verloren hat, hat sich diese Münze als Glücksbringer an eine Kette gemacht oder an ein Band und hatte das dann bei sich getragen. Wir sehen hier einen Reichspfennig von 1886. Der klassische Glücksbringer, auch heute noch. Ich verschenke das gerne auch an die Landwirte hin und wieder. Auf der Rückseite sehen wir nochmal den Reichsadler hier und die Münze ist in einem gar nicht mal so schlechten Zustand. Ich hoffe, sie hat viel Glück gebracht und wir machen jetzt weiter mit einem weiteren Fund, wo ich echt gelacht habe. Seht ihr gleich. Hier haben wir jetzt ein sehr schönes 83er Signal. Also das könnte auch ein Stein. Was Gutes sein, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Ist noch drin. Wahrscheinlich ein bisschen weiter zu mir noch. Ja. Da ist es. Scheiße. Nee, das ist ein Stein. Gut. Es ist rund. Hier. Da kommt es raus. Ist auf jeden Fall eine Münze, wie es aussieht. Ich würde auch jetzt meinen, dass die ein bisschen älter ist. Oder? Ist es ein angeranzter Euro? Es ist ein angeranzter Euro. Dinger aussehen. Unfassbar. Bei dieser Münze habe ich wirklich am Anfang gedacht, boah, fette Patina, die muss uralt sein und es stellt sich heraus, es ist nur 1 Euro und sieht aus wie, ja, ganz schön verhunzt, muss man sagen. Um mal die Qualität anderer Münzen zu zeigen, diese hier, die ich auch im Boden gefunden habe, ist fast 2000 Jahre alt, von 69 nach Christus und die ist in wirklich einem überragenden Zustand im Vergleich zum Euro und es ist wirklich einer, glaubt mir, man kann so ein bisschen noch diesen Adler hier erkennen vom Euro, aber die Qualität der Münzen, muss man sagen, ist eher minderwertig. Also das ist hier wieder das beste Beispiel. So, jetzt habe ich euch noch eine Begegnung versprochen und zwar bin ich angerufen worden von einem Landwirt, der sagte, hey, ich habe hier ein Feld direkt am Waldrand, da sind ganz viele Scherben, geh doch mal gucken, ob das was für dich ist. Und dann bin ich da abends noch hin, es war schon dunkel und habe so meine erste Bahn gezogen, um mal zu gucken, lohnt sich das, geht das, geht da was? Und dann kamen komische Geräusche aus dem Wald und es war stockdunkel. Ich glaube, hier ist irgendein Tier. Da war es wieder. Fuck, ey. Scheiße. Oh Gott, ey. Alter, heftig. Da. Kacke, ey. Ich mach mir in die Hose hier. Ach du Scheiße. Ich dachte mir, ich nehme es kurz mal auf. Aber jetzt packe ich es zusammen. Was hättet ihr gemacht? Schreibt es in die Kommentare. Day 2. Sehr schönes Signal. 84. Okay. Upa. So. Könnte, wenn wir Pech haben, eine Patrone sein. Ach Gott, komm. So, 83. Glatt. Überall die Äste, die hier vom Wind runtergeknallt sind. Das da ist es nicht, das ist ein Stein. Gut. Da, es ist eine Münze. Yes. Danach suche ich. Nach sowas hier. Das ist eine Zinkmünze. Zweiter Weltkrieg. Die ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Hör ich mal auf, drüber zu reiben.
Die scheint nämlich noch für eine Zinkmünze halbwegs gut zu sein. Gucken wir uns mal an. Zweiter Weltkrieg, Freunde. Da sind wir wieder. Die erste Münze im Wald, ja, das ist eine Münze von 1943, sie ist aus Zink und sie ist aus Deutschland. Die Deutschen haben zu der Zeit für die Münzproduktion tatsächlich nur noch minderwertige Waren verwendet zur Herstellung und es liegt daran, lag daran, dass die guten Metalle in der Rüstungsindustrie verwendet worden sind. Hier sehen wir aber jetzt mal die Münze, es sind 10 Reichspfennig aus Zink, also ein ganz billiges Material tatsächlich. Hier unten kann man noch das Hakenkreuz erkennen, den Reichsadler und unten drunter noch 1943. Für eine Zinkmünze ist der Zustand ganz in Ordnung, liegt daran, dass sie im Wald gefunden worden ist, aber es kommt natürlich noch mehr für euch, also weiter. So, Freunde, hier geht's weiter. Megasignal. 99 und quer. Wahnsinn. Ja, hier liegt schon eine Bierflasche rum. Das kann eigentlich nur wieder bedeuten, dass es Müll ist. Boah, aber ein mega krasses Signal. Ich bin mal gespannt, was das ist. Vielleicht haben sie beim Saufen das Handy verloren oder so. Bin mal gespannt. So, direkt mal gucken. Tief ist es nicht. Ich glaube, ich kann es schon sehen. Irgendwas Alumäßiges. Ach, scheiße. Oder was ist es? Ach, cool. Das ist eine Feldflasche. Ach, guck mal hier. Hier haben sie drauf geschossen. Ich bin mal gespannt, ob die was älter ist. WAL 235. Hier geht's weiter. FA 4-30. Damit lässt sich bestimmt herausfinden, von wem die ist. Könnte auch durchaus aus dem Zweiten Weltkrieg sein. Und wurde auf jeden Fall hier für irgendwelche Zielübungen missbraucht. Zuerst und dann, wer weiß. Wer weiß. Okay, ich bin mal gespannt. Gucken wir uns mal an. So, kommen wir zu dem Fund. Es ist tatsächlich eine Feldflasche aus der NS-Zeit. Sie ist nicht neuzeitlich. Woher wissen wir das? Wir wissen das anhand der Punze. Eine Punze, das ist ein Stempel, der in Metall hier eingelassen ist. Und da sehen wir RZM. RZM steht für Reichszeugmeisterei. Wir zeigen hier mal ein Foto nochmal in der Nahaufnahme von diesem Stempel. Die Reichszeugmeisterei hat schon vor der Machtergreifung der Nazis Dinge hergestellt, zum Beispiel für die SA, aber dann später natürlich auch im großen Rahmen für die Wehrmacht, unter anderem, wie ihr hier seht, diese Feldflaschen. Und wir sehen in der Punze auch noch mehr, nämlich auch das Herstellungsjahr, und zwar auch den Monat, sehen wir hier 438. Die 38 ist so ein bisschen ausgewaschen hier an der Stelle durch Abnutzung, aber das ist auf jeden Fall das Herstellungsjahr. Das heißt, wir haben hier eine Feldflasche der deutschen Wehrmacht aus dem Jahre 1938 liegen. Die ist dann wahrscheinlich später von jemand anders gefunden worden oder vielleicht von den Deutschen selber und sie haben auf ihre eigenen Feldflaschen geschossen. Nein, das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Also ich denke mal, die Einschusslöcher hier, die sind viel später dazugekommen. Da hat sich dann irgendwer einen Spaß mal erlaubt und gesagt, komm, ich habe noch eine alte Feldflasche der Wehrmacht, da machen wir jetzt mal ein paar Zielübungen mit. Irgendwie so wird das gewesen sein. Auf jeden Fall ist es auch ein Stück Geschichte aus der NS-Zeit, aus dem Zweiten Weltkrieg. Da bin ich mir ziemlich sicher und wir machen weiter mit dem nächsten Fund. So, das nächste Signal ist hier. 89, relativ dünn aber. Da kommt es. Ui. Boah, ach du Scheiße. Haben wir's? Ist es raus oder nicht? Bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht so sicher. Hier irgendwo muss was sein. Da, die nächste Münze. Ich werde bekloppt. Awesome. Zustand sieht gut aus. Ja, da. Man kann irgendeinen Kopf drauf erkennen. Ganz vorsichtig, die packen wir auch mal weg. Schön, läuft doch. Genauso wie meine Nase, die läuft auch. Das ist, weil es wieder so kalt geworden ist. Hey, fieses Wetter. Aber egal, Münze ist Münze. Sehr schön, gucken wir uns an.
Ja, liebe Freunde, weiter geht's mit der letzten Münze für heute. Und es ist tatsächlich eine Silbermünze. Sie war komplett schwarz. Ich habe nur irgendeinen Kopf irgendwie entdeckt und habe mir gedacht, lass mal lieber die Finger davon, weil so Silbermünzen, die können über die Jahre im Boden richtig schwarz-grün anlaufen. So war das auch hier. Ich habe mal einen Zwischenschritt gemacht von der Reinigung, euch das mal fotografiert, dass ihr mal so ein bisschen seht, wie das Silber dann auch so langsam nach und nach wieder zum Vorschein kommt. Gereinigt habe ich mit dem Silberreiniger von Markus Brüche. Allerdings muss man gerade bei den Münzen da sehr vorsichtig sein, denn die haben im Inneren einen Kupferkern und wenn man die zu lange mit dem Silberreiniger bearbeitet, dann können die natürlich auch irgendwann komplett platt sein. So, wir zeigen mal hier die andere Seite. 1886 habe ich gesagt. Ne, 1868. Ein Silbergroschen ist es. Eigentlich noch in einem ganz schönen Zustand, nur ganz leicht angegriffen. Und mit diesem Fund schließen wir diesen Vlog. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst unter diesem Video für den Algorithmus, um meinen Kanal zu pushen. Gerne auch ein Abo da lassen, kostet nichts. Also direkt mal machen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ein Dank geht wie immer an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Danke für die Unterstützung vom Jochen. Und das soll es gewesen sein. Ein paar Outtakes haben wir noch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Jetzt hätte ich mir fast den Stift ins Auge gerammt, aber na gut. So, das sieht so idyllisch aus, aber irgendwie hängt das ziemlich nach unten runter. Und wenn ich den Wind, die Windrichtung richtig erfasst habe, dann kommt das gleich hier an. A few moments later. So, was habe ich gesagt, was gleich passieren wird? Und ich, ja, hier schneit es vom Feinsten. Hier schneit es gerade vom Feinsten. Ach du Kacke. Oder nicht? Oh nein, honestly. Scheißdreck. Was ist das denn für ein Kackklumpen? Was soll ich sagen, Leute? Es schneit. Es schneit. Es schneit.